Grüezi und willkommen zum Cash Börsentag vom Freitag, am 28. August. Die Turbulenzen und Verwerfungen an die Finanzmärkte, das ist das zentrale Thema des Börsentag von heute. Gast heute ist der Cash-Guru Freddy Herbert. Freddy Herbert, haben Sie viel getradet und gehandelt in den letzten paar Tagen? Ja, viel nicht, aber ich würde sagen erfolgreich. Ich bin zufrieden mit meinem Los. Ja. Erfolgreich wie? Haben Sie schon, ich bin ja seit Wochen pessimistisch für China und habe da sehr eine Short-Position aufgebaut und das ist, hat sich sehr erklecklich ausgezahlt. Also Sie haben sie auf fallende Märkte bekommen? Richtig, und vor allem ist natürlich der Sell-Off gesehen am Dienstag und am Mittwoch. Da habe ich meine Lieblingsaktien Syngenta fischen zu billigsten Preisen und in die Familienportfolio legen. Das ist natürlich ein Traum, dann ein paar Zürich-Versicherungen. Auf diese Detailaktien können wir später noch sprechen. Gehen wir noch mal auf China zurück. Wachstumsraten, ein Aktienmarkt in China, der schon weit gestiegen ist und völlig stark gestiegen ist. Die Probleme hat man eigentlich schon früher gewusst bei China. Wieso hat sich denn der Crash in China auf die ganzen Märkte auf der Welt ausbreitet? Weil es ein grosses Momentum war, China natürlich. Die Regierung hat ja quasi angeheizt, wollte vom Immobilienblosen weggehen und hat den Leuten gesagt, die sich beteiligen am kommenden Wohlstand der Nation. Dann hat man Kredit angegeben und alles. Und dann ist natürlich der Effekt gekommen, die umgekehrte Pyramide. Je mehr es gestiegen ist, je mehr haben mitgemacht. Am Schluss war etwa jeder dabei gewesen, und dann ist die Pyramide gekippt. Und da stehen wir. Die chinesische Regierung sagt ja, oder hat die Woche gesagt, sind nicht das Problem oder der Aktiencrash in China selber schuld an diesen weltweiten Verwerfungen, sondern der stärkere Dollar und die bevorstehenden Leitzinserhöhungen in den USA. Stimmt das? Ja, es sind immer die anderen, die schuld sind. China hat jahrelang gejammert, der Dollar sei billig und sie gehen noch krank. Und jetzt ist plötzlich Amerika schuld. Dabei ist sicher der Fehler, bei China zu suchen, weil einfach einen neuen Schritt machen und nicht vorbereitet war. Das ist das. Die kommunistische Regierung kann den Kapitalismus so sicher nicht korrigieren oder kontrollieren und zahlt jetzt einfach den Preis dafür. Trotzdem, es fällt auf, wenn man in die Geschichte anschaut, von den Finanzmärkten, es ist immer ein bisschen so gewesen, wenn der Dollar stärker geworden ist, wenn es Zinserhöhungen gibt, ist Kapital aus den Schwellenländern abgezogen. Sie sind auch hoch verschuldet in Dollarwährung. Die haben Schwierigkeiten, um das zurückzuzahlen. Also die Schwellenländer-Problematik und einen steigenden Dollar, die ist doch schon vorhanden. Die ist sogar sehr vorhanden, ist aber allerdings, sagt man ja schon, im grossen Maße abgezogen worden. Das führt ja auch zu der Stagnation. Das Drama der Schwellenländer ist ja meistens die BS in den Rohstoffwerten. Und das wird sicher noch anhalten. Also das ist keine kurzfristige Sache. Schauen wir doch mal genau, was hier passiert ist. Ende letzte Woche hat es schon angefangen mit dem Sell-off, wie Sie richtig sagen, an der Börse. Wir haben hier einen Chart vorbereitet. Das ist der Swiss Market Index in den letzten 12 Monaten. Man sieht den Absturz ganz rechts in den letzten 8 Handelstagen. Und man sieht auch, wo wir wieder stehen, genau am gleichen Ort wie vor 12 Monaten, also im Herbst 2014. Meine Frage ist, wie geht das weiter? Wir haben ja jetzt Erholung gesehen, auch schon an der Börse in dieser Woche. Wie nachhaltig ist die? Ja, das weiß ich noch nicht. Also sicher, dass man so rausgerannt ist, das ist der Lemming-Effekt, der auf die Schweiz umgeschlagen hat. Und das hat ein paar Ursachen gehabt. Die Hauptursache ist sicher, dass viele, viele Ausländer Schweizer Aktien gekauft haben, in Franken sind. Und wo sie jetzt die Hose voll hatten, hat man einfach alles gegeben, auch Schweizer Aktien. Und das Zweite war, dass ein Haufen Schweizer Aktien auch von Schweizer älteren Leuten gekauft worden sind, die eigentlich nichts mit Aktien am Hut haben bis jetzt, sondern in den Obligationen waren, keine Rendite mehr hat. Man hat dann gesagt, Aktien. Und jetzt tragen sie halt das Risiko der Aktien. Und das ist eine neue Erfahrung. Das ist kein stabiles Aktionariat. Und der Zitterclub wird sicher noch zuerst müssen sich konsolidieren. Also Sie meinen, dass wenn der nächste Tag und Woche das noch weitergeht, die unsichere Börse? Ich glaube, dass die hohe Volatilität, die wir jetzt haben und die auch aus Erfahrung gesprochen recht ungewöhnlich ist, dass die noch anhalten will. Man hat ja gesehen, in New York 600 Punkte 400 auf, 600 auf. Ich meine, das gibt es ja sonst nur wirklich in ganz schlimmen Zeiten. Und das ist sicher ein Ausdruck davon, dass auch die Qualität und die Güte der Aktionäre, wie ich es erklärt habe, eben nicht mehr die gleiche ist. Was meinen Sie, so, wir haben hier vor ein paar Monaten noch, haben wir hier von neuen Höchststand vom Swiss Market Index geredet, von 9500 Punkten. Jetzt sind wir zeitweise zu 8100 runtergefallen, in der schlimmsten Situation vor ein paar Tagen. Was meinen Sie, kommen wir wieder auf die Niveaus an von diesen Fastrekorden in diesem Jahr? Ich glaube schon, das wird halt einfach nicht mehr kurzfristig, sondern mittelfristig sein.
Weil die Wirtschaft ist ja nicht so angelediert, wie die Börsen sind. Oder die Börsen sind den Wirtschaften vorausgesegelt, vor allem, wenn wir so viel Geld haben. Und je mehr Geld man hat, je unvorsichtiger wird man in der Qualität der Anlagen. Und das rächt sich natürlich, wenn es umkippt. Wenn ich gesagt habe, die umgekehrte Pyramide, wenn die kippt, dann gibt es halt schon einen kleinen Tsunami. Und das machen wir jetzt mit. Die Volatilitäten werden erhalten bleiben. Wenn man schaut, aber wenn sie langsam abnehmen, dann findet eine Konsolidierung statt. Wir haben ja noch weitere Gefahren bis Ende Jahr. Man muss sich nur mal anschauen, der chinesische Aktienmarkt ist immer noch ein Drittel höher als vor 12 Monaten. Also wir sind nicht wieder auf dem Gleichstand wie bei uns, oder? Also da sieht man, wie stark es angestiegen ist. Wir haben Zinserhöhungen in den USA, die vielleicht jetzt erst im Dezember kommen. Gerade so Zinserhöhungen in den USA, meinen Sie, da treibt es noch mal an den Markt? Oder ist das es ist gut ist? Möglich, weil die Zinserhöhung hat im Sommer sollte kommen, sollte im September kommen, jetzt kommen sie im Dezember. Ich mag gar nicht mehr zuhören. Ist das ein schlechtes Zeichen? Ich stelle einfach fest, dass die Zinserhöhung müssen machen, selber nicht wissen, was sie machen werden. Also es ist kein gutes Zeichen. Und darum kann das kein Lead Indicator sein für mich. Kommen wir vielleicht mal zu den Einzeltiteln. Also es sind ja alle Titel im SMI sind der Bach ab, also wirklich sehr deutlich gefallen in den Verwerfungen an der Börse. Wenn man jetzt schon was zukauft, die haben zwei Titel genannt, sind Genta, Zürich. Was für Titel sollen wir kaufen jetzt, vielleicht einmal abgesehen von den zwei Titeln? Das ist mir klar. Ich habe einige Limiten draussen und ein paar Sachen auch noch gekriegt. Also jetzt muss man wirklich bei den guten Qualitätstiteln bleiben. Weil das ist das Nukleus von dem, wo überleben wird in guter Zeit. Also Pharma, Nestle, solche Sachen. Vielleicht meiden muss man eher so die Zulieferer, die Exporteure, weil die werden halt weiterhin knurzen, die werden weiterhin gingt werden im Ausland. China, der Markt läuft langsam. Also das Watch zum Beispiel oder ist so? Alle die, die einfach sehr abhängig sind, die muss man ein bisschen meiden. Aber ich glaube, die, die ich genannt habe, die wirklich die Blues of the Blue Chips, die muss man jetzt einfach haben, behalten. Also mit dem schläft man weniger unruhig. Sie haben gerade gesagt, eben, Syngenta haben Sie gekauft. Das ist ja der Rückzug von Monsanto gekommen diese Woche. Nach dem dritten Versuch haben Sie es nicht geschafft, die Firma zu einer Übernahme zu bewegen. Was meinen Sie, ist jetzt das definitiv am Tisch, das Monsanto oder das Übernahmethema bei Syngenta, oder kommt das irgendwann nochmal? Ich meine, die Firma ist auf dem Tablet, oder? Also da, ja, Monsanto hat natürlich auch Zunge draussen und würde gerne Syngenta übernehmen. Das wäre eine gute Ergänzung. Ob das eben von der Fahnenstange ist, weiß ich nicht. Monsanto hat ganz clevere Berater. Und ich weiß nicht, ob das nur ein amerikanischer Poker-Unterzug ist, der jetzt gemacht wird. Auf jeden Fall, der Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von der Syngenta haben jetzt Hausaufgaben. Jetzt ist der Titel einfach so abgestürzt und sie müssen liefern und haben gesagt, sie können es besser machen. Und da hat es schon ausländische Aktionäre, die sich eingekauft haben. Also denen wird noch der Gummi geschliffen. Ein anderer Titel im Swiss Market Index, der massiv abgestürzt ist, nicht nur in den letzten Tagen, sondern das hat sich schon wochenlang angedeutet, ist Lafarge-Holcim, also der fusionierte Konzern aus der französischen Lafarge und dem Schweizer Holcim-Zementkonzern. Das ist ein riesen Ding jetzt, der grösste Zementkonzern auf der Welt. Wir haben hier auch einen Chart vorbereitet, wie es mit dem Aktienkurs aussieht. Das sind nicht die letzten 12 Monate. Und da sieht man wirklich Erstaunliches. Also der Titel ist sogar unter das Niveau von Mitte Januar aufgehoben, runtergefallen, wo die SNB die Kursuntergrenzen aufgehebt hat. Also sogar unter das Niveau ist er gefallen, bei unter 60 Franken. Also was spielt damit? Ich habe da eine Erklärung gekriegt, die ich gar nicht gewusst habe, die Sinn macht. Lafarge hat viele Aktionäre aus dem französisch sprechenden Afrika-Teil und aus den Schwellenländern. Und die gehen alle raus. Das Aktionariat ist nicht so fest. Und haben natürlich einen rechten Preis gegeben mit der Übernahme durch Holcim. Und sind dort ein bisschen am Abschleichen. Ich glaube, das Aktionariat ist halt noch nicht so reif und abgeschlagen, wenn man sagen, wie es das mit dem Holcim war. Und das braucht halt ein bisschen Zeit. Und darunter leidet man. Schwache Aktionäre in schwachen Zeiten gegen keine festen Kurse. Es ist natürlich auch, die haben einen Rechtsexposure in den Schwellenländern, oder? Ja. Und dort eben kommt die Thematik wieder, dass jetzt dort vielleicht Unsicherheiten entstehen, oder? Mit diesen China-Geschichten. Mhm. Was meinen Sie, für riskante Anleger jetzt hier kaufen? Ich glaube, langfristig ist es sehr gute Sache. Mittelfristig, kurzfristig, da musst du halt im eigenen Bauchgefühl entsprechen. Kaufen und jahrelang versorgen, das wäre eine Taktik. Früher hat man gesagt, kaufen, abschließen oder Schlüssel vorkehren, aber die Zeiten sind auch vorbei. Jetzt vielleicht noch am Schluss eine Aktie, die bei Ihnen mal ein Favorit war oder vielleicht immer noch ist. Da fällt der Name Sulzer.
Da ist ja einiges passiert, auch in den letzten Wochen. Die Aktie ist zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren gefallen. Die Division Pumpen hat Probleme, wegen dem fallenden Ölpreis natürlich auch. Der CEO Klaus Stahlmann ist gegangen, plötzlich und überraschend. Das ist auch die Stabilität des Top-Management nicht gewährleistet. Was ist los bei Sulzer? Ja, es ist schon ein bisschen Unruhe drin. Der Besen ist schon ein bisschen verrückt. Und man sieht eigentlich nicht ganz durch. Das mit dem Pumpengeschäft, das ist ja verständlich. Schauen Sie mal, dass Debakel, aber Transocean hat einen anderen Titel, der ständig im Keller unten ist, die grösste Short-Position hat an der ganzen Börse. Und Sulzer kann sich noch gut, einigermaßen gut heben. Und, Also, das ist würde es jetzt noch einsteigen, oder? Bei Sulzer, auch bei dem tiefen Aktienkurs? Ja, jetzt bei schöne Ware billig kann man schon kaufen, aber zögert und langsam einfach. Es sind nicht die Zeiten spektakulärer Zukäufe, aber ich glaube, an ganz schwachen Tagen einfach immer ein bisschen. Weil die Panic-Sellers haben noch nie Geld verdient, aber die, die in der Panik dann ein bisschen kaufen, das sind eher die. Freddy Ebert, danke für die Ausführungen und merci für den Besuch. Das war vom Cash Börsentalk vom Freitag, am 28. August. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche ein schönes Wochenende. Adi miteinander.